10 Tage lang verzichten Heidi Klum und ihr Ehemann Tom während der Master-Cleanse-Diät auf feste Nahrung. Im Podcast Cowlitz Hills, Senf aus Hollywood, erzählt Tom, was Heidi und er im Rahmen der Diät zu sich nehmen. Es ist einfach nur Zitronensaft in Wasser, mit Ahornsirup und Cayennepfeffer. Dabei stellt er klar, dass sie die Diät nicht zum Abnehmen nutzen. Nein, das ist zum Entgiften, erklärt der Tokyo Hotel Drummer. Allerdings verlief die Diät bislang nicht ganz komplikationsfrei. Heidi und Tom waren während ihrer Diät bei den Green Carpet Fashion Awards in Italien und konnten nichts essen. Dort trafen er und Heidi unter anderem auf die ESC-Gewinnerband Måneskin. Und die fanden Heidis und Toms Diät offenbar ziemlich witzig. Im Verlauf der Diät verzichten die beiden nur an 4 Tagen komplett auf feste Nahrung.